So, meine Freunde, willkommen zu 7 Days, einem Horrorspiel auf etwas pixelige Art und Weise. Ja, ich musste ja irgendwie Black Snow, das ist irgendwie mir abgekackt, das funktioniert nicht mehr. Einfach so, ja. Danke, Half-Life 2. Fängt das jetzt auch noch an, weißt du, Half-Life 1 erst mit diesem Mod-Gedöns, jetzt auch noch Half-Life 2, die wollen mich doch ein bisschen rollen. Ja, jedenfalls 7 Days als Ersatz, da das ja ausfällt. Und dann würde ich sagen, sogar Deutsch. Beispiel. Das ist sehr pixelig. So, ich darf mich schon bewegen. Hui. Oh, was ist das denn? Ich bin nicht müde, ich bin gerade aufgestanden. Na und? Kannst nochmal schlafen. Okay. Das ist schon mal Herz aller Liebste hier in diesem Raum. Bücher. Sieht aus wie Minecraft, verdammt. Es ist Minecraft. Was? Da konnte was. Da sind viele alte Bücher. Ja, das ist schön. Kann ich auch was? Hey, man kann hier Schubfächer öffnen. Cool. Und die unten auch. Komm rauf. Nein, die da unten. Okay, es geht nur das da. Da sind viele alte Bücher drin. Ja, schön. Achso, ich muss erst wieder raus. So. Reach. Es soll ein Horrorspiel sein. Ich habe noch keine Ahnung, was hier vorgeht. Keine andere Geschichte. Es sind schwarze Türen, braune Türen und weiße Tür. Wir gehen die weiße Tür. Verschlossen. Das war ein lautes Geräusch. Verschlossen. Dann geht's in eine Richtung weiter. Ich hoffe, ich bin mal wieder heim. Nicht irgendwo sonst irgendwo verschlossen. Offen. Eine Uhr. Wow. Was ist denn los? Warum war die Pflanze auf einmal? Wow, Blut. Hallo? Gib mir Informationen dazu. Du kannst mich da jetzt hier nicht... Ja, da sind viele Bücher drin. Das ist schön für die Bücher. Toll. Warum ist denn alles verschlossen? Mann, mach doch mal ein paar Türen auf. Die Tür klemmt. Ups. Falsche Richtung. Wumm. Ah, nee, doch nicht. Wumm. Funktioniert der Fernseher? Ja, alles. Keine Ahnung. Das sind die Nachrichten. Was denn? Das ist ja nur ein Bild. Ich kann nicht mehr erkennen, was da drauf ist. Ich kann nicht ausschalten. Das ist aber nicht umweltfreundlich. So eine Scheiße. Was ist mit dem Bild? Ich kann nicht erkennen, was das sein soll. Das ist so pixelig. Naja. Ah, hier ist natürlich okay. Oh, sie geht sogar auf. Oh, meine Küche. Nicht mal in den Kühlschrank darf ich. Was ist das denn? Das sieht aus wie wirklich... Ach, hier, das ist das Dingsenbumsen da. Weißt schon, das letzte Abendmahl. Oho. End. Four. Da scheint eine Kiste zu sein, die ich öffnen kann. Ja, das ist super, wenn ich da nicht sehen kann, was da drin ist. Okay. Nix. Da kann man also einen Code eingeben, so wie es aussieht. Ja. Man muss irgendwas stimmen. Ah. Okay, lassen wir das. Gehen wir später nochmal hin. Wenn wir irgendeinen Code haben. Kann ich irgendwas mit dem Zeug anfangen? Ich klicke hier rum wie so ein Idiot und nichts passiert. Mal ja wieder typisch. Okay, hier ist wieder eine Tür. Die Tür klemmt. Das ist ja super. Müssen wir den Gang mal lang gehen. Wow, was? Hallo? Lass das? Mein Haus? Reach. Voll in die Fresse bekommen gerade die Tür, falls jemand das auffällt. Warum habe ich ein Gefängnis? Huch, geh mal da lang. Hallo? Was auch immer, Saturn steht da wahrscheinlich. Geh zu Saturn und kauf mir etwas. Wow, da ist irgendjemand entkommen. Sam. Ja, da ist Blut, das habe ich auch gesehen. Sam. Mein Herz schlägt, hört ihr das? Das ist mein Herz. Ja, ich weiß irgendwas mit Sam. Das ist schön. Brauchst du nicht hier durchzudrehen. Das ist wie bei Amnesia, nur verpixelter. Aber nur ein bisschen verpixelter. Sag mal jetzt richtig doch mal ein. Ist ja sehr schlimm hier. Also Sam, das wird ja wohl der Code sein. F, G, H, J, K, L, B. P, Q, R, S, A, O, P, T, P, Z, A und M. Yay! Ich habe Inventar! Bibliotheksschlüssel. Wo soll ich wissen, wo die Bibliothek ist? Leute. Verschlossen. Weißt du, wie viele Türen hier sind? Oder müsste ich zum Anfang zurück? Ah, da stimmt, da waren ja drei Türen. Kann ich hier rennen? Ah, ich kann rennen. Sehr schön. Göttlich. So lobe ich mir das.
So, ja, ich würde sagen, das ist die Bibliothek. I. Ach, ich drücke Tab, ne? Das ist wieder typisch. Ja, benutzt das. Wie kann ich das benutzen? Ist der vielleicht da? Wie soll ich das verwenden? Das, wieso, hä? Wie funktioniert das? Oder bin ich an der falschen Tür einfach nur? So, da war mal drin, ne? Ich hab die Bibliothek gefunden. Oh Mann, das ist ja herzallerliebst hier. Licht? Alter, es sieht so, sieht voll so aus, als ob ich die ganze Zeit suchen würde. Da sind viele alte Bücher drin. Oder hier, sieht... Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Was war... Oh mein Gott. Wer hat dir den Ketchup fallen lassen? Leute. Wo muss ich hin? Oh, vielleicht an der Tisch. Hallo? Hallo? Was ist denn? Mann. Ich habe die schwarzen Schlüssel in diesem Bücherregal gefunden. Ah, ich habe einen schwarzen Schlüssel gefunden. Ich habe einen schwarzen Schlüssel. Schwarze Schlüssel aus einem ganz glanzlosen Metall oder Material. Könnte Plastik sein. Oder irgendein Metalliklacken. Genau, glänzt nicht. Okay, das ist ein neues Türgeräusch. Wir gehen da rein. Das war sehr schlau. Vielleicht sollte man die Tür erst danach schließen. So. Schwarzer Schlüssel für eine schwarze Tür. Juhu. Schwarz-weiß. Mein Gott, mein Bildschirm ist im Arsch. Nein. Und eure Bildschirme sind auch nicht kaputt. Es ist hier schwarz-weiß. Guckt, wenn ich jetzt wieder hingehe, Farbe. Wow. Okay, was soll ich hier? Ah, ein Schlüssel. Ein weißer Schlüssel. Ha, war ja zu erwarten. Okay, ab zur weißen Tür. Achso, ja, Zack. Er scheint von der anderen Seite zu blockieren. Verschlossen. Ja, ich, Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Was war das denn? Verpixeltes Etwas. Oh Gott, das war mal ein Schrei des Jahrhunderts, du. So, nochmal. Das muss jetzt funktionieren hier. Das ist doch zum Kotzen. Oh Gott. Heilige, das ist ja hier. Wie soll ich jetzt Schlüssel funktionieren hier? Ich würde den nochmal da reinstecken. Das ist doch zum Kotzen her. Oh Gott. Hui. Oh Mann. Ja, benutzt den Schlüssel. Das ist doch scheiße. Ich muss da rein. Ach so, da rein. Natürlich, das ist da, bin ich ja... Oh. Man könnte auch einfach den Zettel lesen. Was steht da drin? Die Zeit ist nicht gekommen. Hallo? Ja, das war... Ah, ja, natürlich, das Spiel ist ja 7 Days. Siehst du, das war der erste Tag, ich bin tot. Jetzt, Oh, lala. Oh, lala, lala, lala. Senorita, mal ganz ruhig. Die Schublade ist verschlossen. Ja, wie soll ich sie öffnen? Geh nur mal schlafen. Verdammt. Bestimmt hinter der Pflanze. In den Büchern? Dieses Buch sieht seltsam aus. Das schaue ich mir näher an. Do it. Ja, habe ich das nun angesehen? Achso, ich soll es mir näher anschauen, ja. Sacrifice and Murder. Sam. Bin ich Sam? Vielleicht versucht er mir etwas zu sagen. Kleiner Schlüssel. Ja, dann muss ich bestimmt das... Oh, fortfahren? So. Muss ich bestimmt hier das Ding öffnen. Nein. Die größte Illusion ist die Existenz einer winzigen Wahrheit. Einer einzigen Wahrheit. Interessant, interessant. Ja? Ist das meine Pizza? Oh. Ach, ich drücke immer E. Fälschlicherweise so. Natürlich. Okay, ich habe schon geguckt, weil hier so ein Stuhl steht, könnte irgendwo ein Balken sein. Ist ja jetzt ein auf Dingsbums. Wer ist der Film? Insidious, was? Kann ich auch immer so lustige Töne, wenn man irgendwas aufgehoben hat. Das heißt, ach Quatsch, ist doch Film. Wenn hier irgendwas passiert ist, kann man so total komische Geigenmusik, das hat ja total verwirrt.
Aber der Türen wird trotzdem ultra geil. Was? Was? Was für ein Schlüssel? Ruinierter Schlüssel. Ach, ich immer mit meinem E. So, bitteschön. Ach, warum kriege ich mir die Türen in die Fresse? Das tut weh. Wieder eine kaputte Pflanze. Meine Güte, ihr müsst ja auch mal gießen. Alter, es ist echt so, als ob ich die ganze Zeit so gezoomt rumlaufe, aber ich... Nee, ich dachte schon, ich habe mich gerade mit dem Bausrad bewegt. Wäre ja komisch gewesen. Ach, ich immer mit dem E, ey. Das ist auch nervig. Eine Uhr. Wie spät haben wir es denn? Ah, natürlich. Die ist zu. Ich drehe mich jetzt nicht um. Siehst du, hat sich nicht gelohnt. Wie in der Küche? Diesmal was im Kühlschrank? Bitte. Okay, ich dachte, geht an. Okay, keine Schatulle. Nächst im Schwärmel. Im Schubfach. Im Schwärmel. Ja, das war jetzt super sehr sinnvoll hier. Super sehr voll. Ist nichts drin. Was ist denn diese verdammte Küche? Mal den Schubfach öffnen. Da ist definitiv auch nichts drin. Hä? Die unterste will ich nochmal? Okay. Sag ich doch, nichts drin. Ah. Oder vielleicht springen kann man nicht. Springen kann man nicht. Man kann nicht springen. Was für ein komisches Haus, mal ganz ehrlich. Ja? Ist was? Andere Tür? Geht auch aus. Aus vor allem. Ja, wir gehen da rein. Ein Käfig. Und hier? Pflanzen und ein Fernseher. Oh Mann, was ist hier mit dem Empfang los? Oh, was ist das denn? War da gerade was? Hui! Aber Madam, was ist denn passiert? So erzählen Sie mir doch. Achso, nee, das war ein Grafikbug. Alles voller Blut, was ist hier passiert? Sie hat ihre, naja, gewissen Tage. Steht hier? Da passiert sowas. Hier hat sich irgendjemand befreit. Und da ist er dann gelatscht. Wir müssen einfach die Spuren verfolgen. Ja, hier, tja, da fällt mir gerade nichts zu ein. Sie macht öfter mal ein paar Pausen, weißt du, hier so. Lalala. Ja, vielleicht soll ich mal weitergehen. Ich verspur die Folgen. Verfolgt die Spuren. Okay, dann war sie hier. Dann hier. Dann. Ging es nicht da einen Flur rein? Ach nee. Hier hört's auf. Ich wusste, das ist nicht der Flur, in dem wir vorher waren. Boom. Ah, hier geht's weiter. So, so. Okay, und hier ist er wieder blutleer. Ach nee, da hat er eine Flasche Ketchup fallen lassen. Natürlich. Muss ich vielleicht rein? Das ist unschön. Hallo? Also, das ist... Also, was war das denn? Ein Zettel. Da 2 ist rum. E. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Wann ist sie denn gekommen? Und wir wachen mal wieder auf. So, was ist heute? Heute ist Mittwoch. Eine Notiz auf dem Tisch gefunden. Ja, das ist ein Tisch. Bleib auf dem Weg, schau nicht zurück. Okay. Gebankt. Die Tür ist jetzt aufgegangen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich bin im anderen Zimmer. Achso, es geht in das Schubfach. Okay, das denke ich, dass irgendwas in dem Schrank ist. So, schau nicht zurück. Soll ich nicht zurückschauen? Also tue ich das nicht. Ich renne mal. Ich will da nicht hin. Ich gehe geradeaus weiter. Ich soll geradeaus weitergehen. Ach, ich immer mit dem E. Das ist schlimm hier. Ich schau nicht zurück, vergiss es. Ich weiß, dass du das willst. Ich weiß, du brauchst Aufmerksamkeit. Du kommst hier aber nicht. Darf ich jetzt zurückschauen? Gut. Hui. Balken? Kein Balken. Gut. Verschlossen. Verschlossen. Die sind alle verschlossen. Oh nein. Die ist offen. Bücher? Mal wieder. Die sind viele alte Bücher. Oh. Hier ist ja wunderbar. Ich frage mich, woher das Licht kommt, weißt du? Wir haben hier nirgendwo Lampen. Lampen. Für wen ist denn der Schlüssel? Steht da irgendwo was? Ein Schlüssel. Bin das sicher? Ah, okay. Natürlich geht dieses Schlüssel.
Schlossen. Schlossen, schlossen. Ich soll geradeaus gehen. Ich soll nicht geradeaus gehen. Ah! Oh. Na, was ist denn hier passiert? Jetzt sag mir nur mal einer hier. Seven Days. Ach, guck mal. Hey, mein normales Bild von ihr. Meine guten Freundin. Ja. Detailliert genauso wie in echt. Ein großer leerer Raum. Der immer kleiner wird, immer enger. Wie meine Lungen. Hier ist nix. Okay. Okay. Habe ich das verpasst? Lag irgendwo ein Schlüssel? Habt ihr etwas gesehen? Ein Hinweis vielleicht? Da ist nichts. Was für ein Betrug. Mann, Mann, Mann. Okay, dann gehen wir in einen anderen Raum. Ah, das ist natürlich jetzt auf einmal offen. Ein Esszimmer. Das ist ihr Herz allerliebst. Hier muss jetzt irgendwo was drin sein. Oder auch nicht. Muss nicht. Ich habe niemanden gezwungen. Hinter dem Bild. Es ist irgendwas hinter dem Bild. Es ist immer hinter dem Bild. Es ist nichts hinter dem Bild. Oh. Ich bin so blind. Ich meine das jetzt gerade wörtlich, weil ich sehe ganz wenig. Oh Mann. Hallo? Die Tür klemmt. Kann ich die aufschließen? Hey. Was steht da drauf? Sams Schlüssel? Sam Dreendells. Oh. Geschlossen. Den kann ich noch nicht verwenden. Nee, da habe ich ihn gerade nicht aufgeschlossen. Hä, wo bin ich denn gerade? Es ist so dunkel. Geschlossen. Ja, öffne mal die Tür. Ach, ich immer hier. Nee. Da sind wir gerade hergekommen. Die kann ich auch nicht aufschließen. Auch nicht aufschließen. Klemmt. Aha. Okay, wir müssen doch in die Richtung. Alter, es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Macht mal einer das Licht an. Hallo. Wir müssen hier rein. Wo ich nichts sehe. Hier ist irgendwas. Hey? Meine Hand kann hier irgendwas machen. Ach, hier. Natürlich. Oh. Wie wär's mit mehr Licht? Ups. Ups. Problem. Mette mir die Tür. Hä? Das ist jetzt ungut. Ja, hier liegt jemand. Das habe ich mitbekommen. Oder es lag mal jemand. Aber was soll ich hier tun? Wird es gerade dunkler? Nee. Oh. Hä? Hallo? Achso, muss ich vielleicht da reinspringen? Ist der G, ne? Ja. Okay. Ich kann doch gar nicht springen. Hallo? Lass mich mal hier rein. An der Decke vielleicht? Es ist doch gerade heller geworden. Denn. Hallöchen. Hallo. Hör auf, dich selbst anzulegen. Du musst entscheiden, wo du leben willst. Daheim? Mit meiner Frau und meinen Kindern? Ich habe mich entschieden. Ich nehme das. Da hat jemand geklopft. Da muss ich aufmachen. Ich bin ja höflich. Ach Gott, immer dieser selbe Scheiß. Und immer wieder schreie ich mich so eine Kacke. Ist auch, ja. So, wohin denn jetzt? Ich dachte, es wäre vorbei. Hier rein. Habe ich einen Schlüssel? Nee. Oh Mann, da ist die Notiz. Die Zeit ist doch nicht gekommen. So. Tag 3. Das ist perfekt der Moment für den Cut. Wir machen nämlich bei Tag 4 weiter und werden dann bis zum Sonntag durch, ja, was auch immer, schlafen. Okay, Bett. Ja, die sieht voll aus wie Minecraft. Guck mal, das könnte der Sand sein, das Bücherregal, das ist das Bett. Das sieht man, dass es sogar ein Bett ist. Naja, gut, Tische gibt es leider nicht, ne? Pflanzen auch nicht. Also zumindest nicht solche Topfpflanzen. Und Lampen sowieso irgendwie nicht so ganz. Gut, dann machen wir den Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was? Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.